Ah, Melanie hat was gepostet. Ich guck mal, ob das nicht das gleiche Bild ist, was sie gerade da irgendwie bei WhatsApp hat. Als Profilbild. Die ist auch online. Und Ramona? Ramona ist auch online, obwohl Melanie und Ramona miteinander schreiben. Eigentlich ist Melanie meine beste Freundin. Soll ich nochmal... Nee, die sind beide immer noch online. Irgendwas stimmt doch da nicht. Hey, hast du mitbekommen, dass Kai und Lisa sich heute in der Pause getrennt haben? Die hatten so einen Streit, du kannst es dir nicht vorstellen. Sie hat so rumgebrüllt, der ganze Pausenhof ist zusammengelaufen. Ich habe dich gar nicht gesehen, aber ich glaube, warst du da? Ich weiß es nicht, aber ist auch egal. Auf jeden Fall, sie hat so eine Szene gemacht und dann hat sie angefangen zu heulen und geschrien. Und hörst du mir eigentlich zu? Ich erzähle dir von Kai. Ja. Auf jeden Fall ist er jetzt wieder Single und du magst ihn doch, oder? Hey. Hast du schon das neue YouTube-Video gesehen? Also was in den Trends auf Platz 1 ist, das ist mega witzig. Also das ist echt richtig cool. Okay. Ich hab da gerade mal die Kommentare gelesen, das ist echt zum Schreien. Aber Kai, was ist mit Kai? Was hat sie jetzt zu mir? Wie hat dir meine Instagram-Story gefallen? Ja, super. Hab ich gar nicht geguckt, aber na egal. Ich guck hier eine Serie. Das nervt mich. Ach, schon wieder eine Nachricht? Voll lustig, oder? Ja, sehr lustig. Schon wieder. Was machst du? Ja, was mache ich denn wohl? Wo sind denn die Emojis, die passen dann? Ja, okay. Ich hoffe, das ist jetzt klar, was ich mache. Endlich fertig mit den Hausaufgaben. Ach, und da schreibt mir auch meine Freundin Bianca. Hast du die Hausaufgaben schon gemacht? Ja? Was ich bei Aufgabe 27 raus habe? 10. Ja, genau. Gut, das kann ich jetzt endlich weglegen. Ach, und ob wir uns morgen früh vor Unterrichtsbeginn treffen? Okay. So, dann habe ich die Mathe-Hausaufgaben fertig. Ich werde mal eine Gruppe aufmachen, dann können wir vielleicht da die Aufgaben einmal vergleichen. Da lade ich Marie ein, Hanna, Susi und Pia. Okay, dann sind als nächstes die Deutsch-Hausaufgaben dran. Ich weiß gar nicht genau, was wir da aufhaben. Vielleicht mache ich da auch mal direkt eine Gruppe. Dann kann ich da nochmal nachfragen, was wir da überhaupt aufhaben. Dann können wir da auch hinter die Hausaufgaben vergleichen. Hey, aus der Mathe-Gruppe sind schon 3 Leute wieder ausgetreten. Das kann doch gar nicht sein. Warum machen die das? Dann mache ich jetzt einfach nochmal eine neue Gruppe. Die nenne ich Hausaufgaben. Und die sind dann einfach generell für alle Hausaufgaben. Und dann können wir da die Hausaufgaben vergleichen. Und dann mache ich gleich noch eine Gruppe auf. Heute Nachmittag. Dann können wir da vielleicht noch besprechen, was wir heute Nachmittag machen. Und dann mache ich noch eine Gruppe, die neuesten coolen Serien. Dann können wir da noch mal vergleichen, welche Serien im Moment cool sind. Ach, gute Idee, mache ich. Hey, meine süßen Follower, ich bin jetzt gerade zu Hause und jetzt muss ich Hausaufgaben machen. Total blöd. Wie findet ihr Hausaufgaben? Gut oder schlecht? Stimmt mal ab und schreibt mir eine private Nachricht, was ihr jetzt so alles macht. Also, was ihr heute so vorhabt. Naja, ihr wisst, ich muss Hausaufgaben machen. Oh, ich habe keine Lust auf diese Hausaufgaben. Ich mache einfach noch mal eine Story. Hey, meine Süßen. Also, ich bin immer noch bei den Hausaufgaben und ich habe gesehen, voll viele von euch haben abgestimmt, Hausaufgaben sind blöd und das finde ich auch so. Und ich habe echt keine Lust mehr darauf. Was haltet ihr davon? Mathe, Deutsch, was ist euer Lieblingsfach? Also, ich habe gar kein Lieblingsfach. So, ihr Lieben, also, ich wollte jetzt mal gerade duschen gehen und ich bin dann wahrscheinlich jetzt erstmal so eine halbe Stunde lang nicht online und werde auch nichts posten. Macht euch keine Sorgen um mich. Also, es ist wirklich nur eine Dusche, aber mein Handy ist nicht wasserfest, deswegen lasse ich das jetzt hier und dann sehen wir uns spätestens gleich wieder. Mann, jetzt fällt mir gerade ein, Annika war überhaupt nicht in der Schule und die hat mir auch heute noch nicht geschrieben. Ich werde erstmal schreiben, ob alles in Ordnung ist oder ob sie krank ist. Sie hat auch noch keine Story gepostet heute. Normalerweise, wenn sie krank ist, postet sie immer eine Story und gibt bekannt, dass sie krank ist. Ist da irgendwas passiert? Ich schreibe immer, sie hat mir auch noch nicht geantwortet. Sie ist auch nicht online, sie war vor 2 Stunden zuletzt online. Ich schreibe noch mal ein paar Fragezeichen. Ich hoffe, sie antwortet mir gleich. Oh, ist da irgendwas passiert? Ja, das muss, also sie ist nicht online und sie hat mir nicht geschrieben. Da muss was passiert sein. Ja,
eine gute Frage, wo ich bin. Ich bin jetzt da. Wo ich genau bin? Ja, an der Treppe. Wo bleibt sie denn? Ach, was ist das denn schon wieder? 20 Nachrichten in dieser Gruppe? Oh, nö. Oh, da antworte ich morgen oder übermorgen oder irgendwann später. Boah, das ist mir alles zu viel. Keine Lust. Oh, wie es mir geht? Oh, ja, also da habe ich ganz viel zu sagen. Mir geht's gut. Und ich wollte auch auf jeden Fall ihr noch erzählen, was ich heute gemacht habe. Heute Morgen beim Frühstück. Okay. Und dann in der Schule. Genau, das wollte ich ihr auch noch alles erzählen. Ach ja, das von gestern ja auch noch. Jetzt ist die Nacht schon echt lang. Ich muss einmal wieder nach oben. Was habe ich denn jetzt alles schon geschrieben? Ach ja, das noch. Ah, Eva schreibt mir, wie es mir geht. Ja klar, mir geht's gut. Mir gut geht es mir. Und dir? Oh, da sind schon wieder zwei weitere Fragen. Kommst du zur Party? Was bringst du mit? Welche Party denn? Achso, die morgen wahrscheinlich, ne? Zur Party meinst du morgen Abend? Ja, da komme ich. Oh Gott, sie hat schon wieder ein paar Fragen. Was machst du? Was bringst du mit? Machst du Salat oder bringst du auch Kuchen mit? Oh Mann, da kommt man echt nicht hinterher. Die schreibt immer so viele Fragen. So, da frage ich sie doch mal, ob wir das Referat einfach zusammen machen wollen. Da haben wir auf jeden Fall weniger Arbeit beide. Ah, okay, cool. Sie ist online und sie schreibt mir auch schon. Ich bin gespannt. Ist ja eigentlich auch eine einfache Frage. Okay. Keine Antwort, aber sie schreibt immer noch? Sie schreibt immer noch? Ach, Eva fragt, ob wir das Referat zusammen machen wollen. Ja, wie schreibe ich das denn jetzt? Echt schwierig. Oh, was soll ich denn darauf jetzt antworten? Echt, ja, nee, ach nee, das mache ich noch. Jetzt habe ich mich verschrieben. Schon wieder verschrieben, Mist. Da gibt es doch auch irgendwo, nee. Ach, soll ich ein Emoji? Nee, das ist mir auch zu kompliziert. Ja, J, ja, okay. Soll ich senden? Oh, und endlich die Antwort. Oh, das hat aber wirklich sehr lange gedauert für ein einfaches Ja. Eine Nachricht. Was soll das denn schon wieder? Ob meine Cola heute mit zu der Party kommt? Die meint doch Cora, das ist doch wieder Autokorrektur. Die meint unsere Freundin Cora. Ich glaube, da werde ich ihr aber mal die richtige Antwort für geben. Also meine Cola, die bleibt heute im Kühlschrank. Bei meiner Fanta. Hey, du, meine Cola, die will nicht mit auf die Party kommen. Die bleibt heute bei der Fanta. Die machen sich einen richtig schönen Abend. Und wir machen uns einen schönen Abend auf der Party. Bis dann. Hi. Omi, du, ich komme gerade auf der Straße. Oh, da ist mir was total Irrwachsinniges und Verrücktes passiert. Aber erstmal zum Anfang. Okay. Also ich bin erst in die Stadt gegangen. Ich war zu Fuß unterwegs. Wie geht's dir überhaupt? Der Bus, der ist leider ausgefallen heute. Aber es ist ja nicht so weit von mir bis in die Stadt. Deswegen bin ich gelaufen. Und dann bin ich in die Stadt reingegangen. Okay. Und war als erstes in so einem Klamottenladen. Das war ganz wieder. Was wolltest du überhaupt kaufen? Da habe ich jetzt mit meine Jeans anprobiert. Hörst du mich? Die passt mir eigentlich gar nicht so richtig. Oh, die kommt eh nicht auf den Punkt. Ich muss erstmal auf Toilette. Wenn ich gleich wiederkomme, ist sie eh noch am Reden. Was ich da gerade im Fernsehen gesehen habe, dazu muss ich direkt einen TikTok aufnehmen. Oh mein Gott, ist der niedlich! Damit muss ich einen TikTok machen. So, ihr Lieben, das waren 15 Handytypen. Vielleicht habt ihr den einen oder anderen wiedererkannt. Vielleicht seid ihr selber auch der ein oder andere. Vielleicht der Stalker. Der Stalker bin ich jetzt nicht. Ich bin dann eher so der Emoji-Typ, der gerne einfach mal mit einem Emoji antwortet. Aber auch die anderen, ich kenne einige, also ich habe da einige Freunde und Verwandte wiedererkannt. Auch die, die ewig brauchen und dann irgendwann einfach nur okay schreiben. Vielleicht habt ihr auch jemanden erkannt. Könnt es gerne unten in die Kommentare schreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Sonst schaut unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!